sich am Eingang des Tunnels zögernd verhält, versuche nicht, ihn mit Gewalt durchzubringen. Das würde seinen Widerwillen nur verstärken. Es würde den Oppositionsreflex hervorrufen, wobei der Hund automatisch quasi auf die Bremse tritt, um den Versuchen des Ziehens oder Stoßens entgegenzuwirken. Besser ist, sich dem Hund im Tunnel zu nähern, ihm seine Belohnung zu zeigen und ihn damit zum selbstständigen Kommen anzureizen. Wenn der Hund erst einmal freudig durch den kurzen Tunnel kommt, können wir uns in einen Vorbeilauf wagen. Dabei starten wir auf derselben Seite wie unser Hund. Überlege dir, wie du auf den Tunnel zuläufst. Wenn du mit dem Hund in gerader Linie vor dem Hindernis startest und dann darauf zuläufst, musst du sehr bald nach rechts ausweichen, um nicht mit dem Hindernis zu kollidieren. Eine solche Körperbewegung kann den Hund leicht dazu verleiten, dir nach rechts zu folgen. Um dieses Problem zu vermeiden, verlegen wir unsere Startposition ein wenig nach rechts, also leicht versetzt zur Tunnelöffnung. Von dort werden wir uns dann in einem Winkel auf das Hindernis zubewegen. Versuche nun einen Vorbeilauf. Ergreife die Leine oder Schlaufe des Hundes und vergewissere dich, dass der Hund zum Tunnel sieht. Gib ihm sein Hörzeichen und laufe zum Tunnel. Sobald der Hund sich dem Tunnel verpflichtet hat, lassen wir die Leine los. Wenn der Hund vor dem Tunnel zurückschreckt oder im letzten Moment an ihm vorbeiläuft, gehen wir in unserem Training einen Schritt zurück und rufen ihn vom Tunnelausgang, bis er sicherer ist. Schritt für Schritt werden wir nun den Tunnel bis zu seinem Maximum verlängern und als nächstes eine Kurve hinzufügen. Um die Geschwindigkeit des Hundes optimal auszunutzen, werden wir dabei grundsätzlich die Innenseite einnehmen, also den kürzeren Weg einschlagen. Langsam werden wir dabei auch das Maß der Kurve vergrößern, bis der Hund den Tunnel auch in Form eines Us absolut sicher bewältigt. Mit zunehmendem Training können wir den Hund früher und früher freigeben, bis er schließlich völlig selbstständig auf den Tunnel zu- und durchläuft. Vergesse nicht, den Hund sowohl von links als auch von rechts zu führen. Das nächste Ziel ist, dass wir den Hund aus größeren Entfernungen und in verschiedensten Positionen schicken können. Wenn möglich, wollen wir den Hund aus einer Entfernung von 10 Metern schicken können. Es gibt zwei Wege, das Schicken zu den Hindernissen einzuüben. Wir wollen hier beide zeigen. Wir können den Hund in einer Sitzposition belassen und dann zu einem gewissen Ausgangspunkt gehen, von dem aus wir den Hund dirigieren. Wir bezeichnen dies als einen versetzten Start. Mit deinem Signal und deiner Körperhaltung zeigst du ihm hier die Richtung an. Oder wir können den